Ich weiß, dass man Tage nicht wiederholen kann. Und ich weiß, dass einige Dinge einfach einmalig sind. Das ist zwar schade, sorgt aber gleichzeitig überhaupt erst dafür, dass sie so wunderschön sind. Dieser Tag war wunderschön. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. And now I shout to the world my love for you. Irresistible love that I'm falling into. Life is wonderful cause you shine through. There's no one that makes me feel like you do. And I will sing because you're beautiful in all that you are. Like a clear night sky graced by a shooting bright star. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be my sweet Valentine. Dein Traum doch noch wahr geworden. Du bist mit einem richtigen Pianisten zusammen. Das ist so bescheuert. Dieses Mädchen war das Beste, was mir je passiert ist. Ich wollte und ich konnte nicht mehr auf sie verzichten. Ich durfte keinen Fehler machen, musste ihr voll vertrauen. Nein, wir mussten uns vertrauen, denn das ist Liebe. Sag nicht, du kannst schon nicht mehr. Genau, sag nicht, die alle 20 Minuten Pause machen will. Das sind Trinkpausen. Gott, ich glaube, ich muss echt mal auf Toilette. Kein Wunder. Wusstest du eigentlich, dass ich dir morgen nicht schenken werde? Ich meine, ich verabscheue dieses ganze kommerzielle eh total und wenn wir mal ehrlich sind, bin ich auch geschenkt genug. Mhm, ein Geschenk, das man pinkeln muss. Weißt du eigentlich, wer letztes Jahr sogar ein Keyboard organisiert hat? Ja, und weißt du noch, wer seitdem nie wieder drauf gespielt hat? Hier, halt mal. Wettrennen, wer zuerst im Haus ist. Kommst du? Lauf ruhig schon vor, ich komm gleich nach. Ich habe sie nicht darauf angesprochen. War ja auch nur eine Nachricht. Was soll sowas schon bedeuten? Und wer bitte schaut einfach so aufs Handy? Sie würde das nie tun. Das alles nicht. Was ich stattdessen gemacht habe? Das, was wahrscheinlich viele Jungs tun würden.
und wie jeden Tag ist sie anschließend mit dem Bus zur Uni gefahren. Und ich? Ich konnte von zu Hause aus arbeiten. Eigentlich. Doch obwohl ich mir geschworen hatte, niemals eifersüchtig auf Leonie zu sein, habe ich den ganzen Tag nur darauf gewartet, dass sie endlich wieder nach Hause kam. Wie jeden Tag ist sie anschließend mit dem Bus zur Uni gefahren, aber in einem fremden Auto wieder hergekommen. Jeder, der ein Mädchen nach Hause fährt, will auch was von ihr. Das ist ein Gesetz. Eine Freundin. Genau, eine Freundin. Was ist denn dein Problem? Was mein Problem ist? Ich habe euren Chat gelesen. Was denn für ein Chat? Kannst du mir mal dein Handy geben? Wer weiß, wie oft du sowas schon gemacht hast. Wahrscheinlich hat das alles schon seine Routine. Wir müssen uns mal in echt treffen. Gelöscht, ich komme da nicht drauf klar, ehrlich nicht. Was redest du denn? Wie kann man denn auf sowas eingehen? Wie kommst du denn auf sowas? Wie ich darauf komme, ich habe aus dem Fenster geguckt, so komme ich drauf. Was? Das war Marie. Du weißt doch, um diese Uhrzeit fährt hier in dieses Kaff kein Bus mehr und da war sie so lieb, mich herzufahren. Du kannst sie meinetwegen auch anrufen. Was ist denn los mit dir? Und wenn schon... Schreibt ihr sicher keine Flirtnachrichten und dass ihr euch mal in echt treffen müsst! Julius, ich habe keinen Chat gelöscht! Das Einzige, was ich wollte, war Treue. Keine Fehler machen. Und was habe ich gemacht? Mit offenen Augen rein ins Verderben. Ich ging also los, um einen ganz besonderen Tag zu wiederholen. Habe versucht, das alles einfach zu vergessen. Dass alles wieder so ist wie letztes Jahr. Julius.
Größe. Leonie, ich will, dass du mir jetzt sofort sagst, wo er ist. Wer denn? Macht keinen Spaß mehr. Ja, wo wer ist? Der Junge, mit dem du gerade geschlafen hast, komm raus! Julius, hier ist niemand! Du hast sie nicht bei dem müden BH zu ziehen, bei ins Gesicht zu klicken. Weil ich aus dem Bad komme, meine Haare sind sogar noch nass. Ich hab euch doch durchs Fenster gesehen, du Schlampe! Wie bitte? Wie du ihn aus dem Haus geschafft hast, oder? Was ich allerdings weiß, ist, dass ich das nicht länger kann. Deine Eifersucht. Die ist das Problem, Julius. Ich will, dass du jetzt sofort mein Haus verlässt. Hau ab! Kannst du mich bitte abholen? Komm, ich stehe hier seit 2 Stunden an der Bushaltestelle von Julius und der Bus kommt einfach nicht. Es ist etwas passiert. Ich erkläre es dir nachher. Steck ein, bevor du draußen erfrierst. Verlassen zu werden ist gar nicht das elendigste und dreckigste Gefühl. Selbst Schluss zu machen, das ist viel schlimmer. Am allerschlimmsten war für mich aber das Gefühl, nicht zu wissen, was Leonie gerade macht. Ob sie gerade weint, mit jemandem über uns spricht, nur alleine nachdenkt oder schon frustfrei angeht, mich einfach nur vergessen will. Erzähl mal, was ist denn passiert? Du hast ja nicht von ihm gesprochen. Wie hieß er noch gleich? Julius? Ja. Ja, hat er dir was... Es reicht, Rick. Fahr mich einfach nach Hause, okay?
Ja, nee, ranfahre ich jetzt aber nicht. Traust dich wohl nicht. Ja, weil deine Mutter auch echt was gegen mich hat. Wenn dich das beruhigt. Von Julius ist sie auch kein großer Fan. Ja. Ja, und? Gibt kein Dankeschön fürs Herfahren. Fick dich. Das kann ja keiner mit ansehen, wenn du so traurig bist. Was passiert ist, das tut mir leid. Wirklich, es tut mir unendlich leid. Entschuldigung. Du musst dich für nichts entschuldigen. Es ist meine Schuld, ich war so dumm. Nein, es ist doch ganz klar meine Schuld. Ist doch auch egal. Mach's gut. Nein, okay, warte. Lass uns eintrinken gehen, okay? Eintrinken gehen, zusammen. Wir beide. Menschen machen die merkwürdigsten Dinge, wenn sie sich in verzweifelten Situationen befinden. Manche nehmen Hilfe von Leuten an, mit denen sie sonst im Leben nie reden würden. Andere bekommen Angstzustände, Nervenzusammenbrüche, Panikattacken, werden Alkoholiker oder bilden sich Dinge ein, die gar nicht da sind. Und das ist Lilly. Lilly? Die kleine nervige Schwester Lilly? Also, klein ist sie nicht mehr, aber nerven kann sie immer noch ganz schön. Die hat sich echt gut gemacht. Ja. Und das hier ist Rico. Den haben wir letztes Jahr dazu bekommen. Was sich seitdem alles so getan hat. Wer nennt seinen Hund bitte Rico, wenn er selber Rika ist? Ja, gute Frage. Lenny, warum saßt du da eben weinend an der Bushaltestelle? Mir ist schlecht. Hat er Schluss gemacht? Es tut mir leid. Aber wenigstens war er nicht so ein Wichser wie ich damals. Oder? Nee, er ist trotzdem ein Wichser. Nur eben andersrum. Wie andersrum? Na, er beschuldigt mich, dass ich ihn betrügen würde. Er meint, ich würde irgendwelche Chats löschen und mit anderen in die Kiste steigen. Den ganzen Scheiß, den du damals abgezogen hast. Bitte ein Gin Tonic. Manchmal vertraut man Menschen, denen man besser nicht vertraut hätte. Die einen schon viel zu lange belügen. Aber manchmal verliert man auch das Vertrauen in Menschen, die es eigentlich verdient hätten. Ehrliche Menschen. Ist ja auch egal jetzt. Das ist schließlich 3 Jahre her. Was mich viel mehr interessiert ist, warum fährst du eigentlich zufällig an der Bushaltestelle von Jules vorbei? Diesem Kaff. Ja, muss auf dich so wirken, als wäre ich so ein kranker Stalker. Allerdings. Mehr, echt nicht. Also Lilly hatte letzte Woche Hausarrest. Also eigentlich hatte sie Hausarrest. Aber dann war mein Wagen weg. Und sie eben auch. Sie ist sehr ein böses Mädchen. Ja. Jedenfalls habe ich gedacht, sie treibt sich vielleicht wieder in einem dieser Techno-Clubs rum, wo die sich ganzen Drogen schmeißen und sowas. Und deswegen bin ich auch noch mal die letzte Route vom Navi abgefahren. Und? Hat sie? Ich glaube nicht. Oder gibt's da sowas im Dorf? Nee, definitiv nicht. Da gibt's nur Kühe, Pferde und Schweine. Und Julius. Gute Nacht, Mama. Es ist verrückt, was Wut, Schuld, Trauer mit einem machen. Wie sie einen in den Wahnsinn treiben und Seiten zum Vorschein bringen, die man niemals von sich erwartet hätte. Bitte, ich kann nicht ohne dich. Bitte melde dich bei mir. Gib mir noch eine Chance.
Das ist alles meine Schuld. Ich hätte das nie tun dürfen. Ich habe überreagiert. Ich hätte das alles nie tun dürfen. Ich brauche dich. Wenn du mir noch eine allerletzte Chance gibst, dann komm morgen nach der Uni nach Hause. Ich bereite was vor. Ich bitte dich, Leonie, komm vorbei. Alles wird wieder gut. Denk dran, egal was passiert ist. Ich liebe dich. Kannst jetzt abnehmen. Was gibt es Schöneres als zwei sich Liebende, die wieder zueinander gefunden haben? Im passenden Moment zur genau richtigen Zeit. Ein perfektes Happy End. Du hast mir echt Angst gemacht. So etwas darf nie wieder vorkommen, hast du verstanden? Klar und deutlich. Mensch, Julius, wir lieben uns doch. Wieso sollte ich mir denn jemand anderen suchen? Nur wir gehören zusammen. Und wir vertrauen einander doch. Treue. Das ist am Ende doch das, was Liebe ausmacht. Aber nein, tut mir leid. Das hier ist kein Happy End. Das alles hier war ein Gebäude aus Lügen. Meinen Lügen, meiner Verzweiflung, kurz vorm Einstürzen. Und während mein Kopf versuchte, dagegen anzukämpfen, hatten mir meine Gedanken einen riesengroßen Streich gespielt. Die Wahrheit war nämlich kaum zu ertragen. Ich wusste, dass ich sie Leonie niemals zumuten konnte. Danke, dass du mich hergefahren hast, obwohl dein Bruder nichts davon wusste. Rick ist eine Pfeife. Er merkt eh nichts. Ich fand's wunderschön. Das nächste Mal kommst du zu mir. Gute Nacht, Lilly. Gute Nacht. Julius? 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 Siehst du das anders?
können uns vertrauen. Das, was wir haben, das ist wahre Liebe. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you.